Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hasreiter und wir sind in Folge Nummer 21 von Shapes.io. Ja, das Band ist nicht voll, das haben wir letztes Mal festgestellt. Das heißt, wir müssen hier dieses Gerät verlängern. Die Bänder davor sind voll. Das heißt, hier fehlen Stationen, die wir dann in dieser Runde noch nachbauen, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann schauen wir mal, dass wir das ein bisschen hier ergänzen. Ja, was müssen wir denn bauen hier? Das ist alles richtig. Das heißt, wir müssten eigentlich von hier loslegen. Da hoch, oder? Ne, von hier loslegen. Kopieren wir das mal, oder? Und war das Steuerung, links klicken zum Markieren und wir wollten. Eigentlich müssten wir. Also dieses Stück ist ja da. Das heißt, wir müssen diese zwei Zahlen eigentlich nur kopieren, richtig? Steuerung, Copy. Das müsste so dahin. Allerdings können wir uns das auch sparen mit dem Rechten, weil wir da das nicht haben. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht das richtige Kopierte. Machen wir nochmal. Oh, jetzt hat er das dahin gebaut. So ein Shit auch. Jetzt passt es wieder, ne? Ja. Okay, nochmal Steuerung und Kopieren machen wir jetzt dann tatsächlich anders. Es macht so keinen Sinn, ne? Wir müssen so ein Grundgerüst eigentlich bauen, das richtig ist zum Kopieren, aber das hatte der Mordrak ja schon geschrieben, ne? Wir müssen nur gucken, dass wir jetzt hier. Das müssen wir auf jeden Fall kopieren, das müssen wir kopieren und das auch. Und dann muss das eigentlich auch kopiert werden. Jetzt würde mich interessieren. Steuerung, Copy. Wenn ich das übereinander lege, kostet es auch 100 Euro zum Kopieren, ne? Tja. Ich baue es mal erstmal so. Hat mich jetzt wahrscheinlich zu viel gekostet, könnte sein, muss aber auch egal sein. Also, okay. Da ist das Teil noch. Also, weil die Wände, die hier sind, okay. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das Band ist bis auf einen voll, das heißt, ich muss nur noch einmal hinterher bauen, aber das mache ich jetzt per Hand. Ist das richtig? Nee. Der müsste da hin, ne? Ja. Und da oben muss so eine Anbindung hin, die so aussieht. Und dann gedreht natürlich. So ist. Ich glaube, dann ist richtig, oder? Kann sein, dass jetzt das Band voll ist. Naja, nicht ganz. Da müsste auch noch einer mehr sein. Kann man da unten noch einen einfügen? Nee, das muss schon oben länger werden. Dann muss man dieses Teil hier rüber anders bauen. Aber ich glaube, wir lassen das erst so, oder? Naja, eigentlich wollen wir es nicht so lassen. Wir wollen es ja schon richtig machen, ne? Das bedeutet wieder Steuerung V, gibt uns das wieder. Wir bauen das einfach da jetzt hin. Ja, das muss so sein, ne? Ich baue einfach jetzt einen mehr. Das muss da auch weg. Der muss dahin. Der kommt dahin. Jetzt schauen wir mal.
Ist das Band voll? Das wird mich jetzt erstmal interessieren. Sieht so aus. Das bedeutet, die kommen erstmal weg. Ja, es ruckelt hier auch. Das heißt, es ist definitiv jetzt genug da. Ich glaube, das Band haben wir jetzt voll. So, wie geht's weiter? Wir gehen mal zum Hub und gucken. Achso, das war ja nicht dieses Teil, okay. Ja, das hat der Modrak mir auch geschrieben. Ich kann ja hier irgendwie so, ne? Sag schon, Wegmarken setzen sozusagen. Aber naja, ich hätte auch hier auf den Hub klicken können. Hub klicken können, dann wären wir da auch hingekommen, ne? Naja, so, wie viel haben wir denn da schon? 2,1 von 23, okay, das dauert noch eine Weile, bis die da reinfließen. Hier läuft's auch. Hier läuft es nicht. Das heißt, dieser hier unten ist der nächste Schritt, den wir bauen müssen. Ist das der gleiche, den wir hier im Zentrum haben? Hä? Kann das sein? Ja, tatsächlich. Achso, dann muss man die drei bauen. Ja, alles klar. Gut, aber den machen wir nicht. Wir machen erstmal hier diese, ja, keine Ahnung. Pinkfarben, ist das pink? Pinkfarbene? Nee, pink ist das nicht, das ist mehr so, keine Ahnung, Fliederfarben wahrscheinlich. Diese Windmühle brauchen wir zweimal und einen weißen Kreis. Weiße Kreise sind da schon mal. Oh Gott. Ich will immer mit einem Rechtsklick das hier durch die Gegend schieben, ne? Und wie wir gerade gemerkt haben, ist das gar nicht gut. Wie wir gerade gemerkt haben, ist das auch noch falsch. So, und da müssen, glaube ich, noch Mülleimer hin, ne? Oh Mann, ey. Oder? Nee, das muss auch verbunden werden. Was passiert hier? Wahrscheinlich. Also, der richtige ist schon ausgewählt und der kommt so wahrscheinlich, oder? Mann, was war das für ein doofes, blödes Ding? Und da kommt doch bestimmt auch so einer hin, oder? Was passiert hier? Ich glaube, diese Kreise, brauchen wir die überhaupt? Wir haben da 64.000, aber ich glaube, das können wir sowieso mal abreißen, ne? Ja, wie das immer so ist, man möchte es nicht abreißen, weil man hat es ja mal irgendwann gebaut. Guck mal da. Das ist auch eine ganz andere Technik, die wir da angewendet haben, ne? Ich glaube, das machen wir weg. Das machen wir weg. Was mit den halben? Okay, die sind mit 32.000 da unterwegs, wo das Band ja auch nicht hier voll ist, ne? Kann ich das auch markieren? Das kann ich so markieren. Ah, ich sehe schon, da rechts werden auch noch die roten damit gebaut. Dann reißen wir mal nicht so viel ab. Und dann entfernen drücken, ist es weg, ja. So, jetzt müssen wir nur gucken. Also das hier links. Okay, man kann die Karte mit links verschieben. Das kann auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das lassen wir mal schön da, weil das die roten hier mitfüttert und auch wahrscheinlich die lilanen hier. Okay, aber wir haben schon mal ein bisschen aufgeräumt. Die Kreise bauen wir jetzt weniger. Beziehungsweise, ach guck mal, da habe ich eine Lücke aus Versehen gemacht. Dann lassen wir das da erstmal wieder reinlaufen. Kreise gibt es ja immer noch, hier so ist ja nicht, ne? Aber wir haben hier diese drei Anschlussmöglichkeiten erstmal erhöht. Das macht ja vielleicht Sinn. So, jetzt müssen wir Windmühlen finden. Hier ist doch schon mal eine halbe Windmühle, oder? So muss die doch aussehen, oder nicht? Das lilane Teil muss genauso aussehen wie diese Hälfte hier. Das bedeutet 5 und 5
Ja, können wir erstmal 5 Slots daraus bauen, oder? Shift war angesagt, ne? Ich hatte die Steuerungstaste natürlich gedrückt. So, das haben wir schon mal. Dann gehen wir mal hier rüber und machen da einen Cutter hin. Okay, Cutter werden wir schon irgendwo haben. Hier sind Farben. Ja, der Modrak hat geschrieben, ja, dass irgendwo sich am Rand, ich weiß nicht, wo jeder Rand ist, ne? Hier irgendwo, ich weiß nicht, wo kommt man durch? Gibt es hier einen Ränder? Ist die Karte, doch, die Karte ist irgendwann, ne, die Karte ist auch nicht irgendwann zu Ende, oder doch? Ich kann ja auf den Hub da klicken, ne, dann komme ich hier wieder zurück, aber, oder kommt man durch? Ist das eine runde Welt? Boah, Alter, das hört ja gar nicht auf. Und ich bin ganz rausgescrollt. Nee, es hört nicht auf. So, wir sind wieder am Hub. Unser kleinen Welt hier. Aber wenn das so viel ist, dann muss es doch diese Windmühle auch irgendwo geben, oder? Gibt es hier auch eine Suche? Nee, ne? Dann wäre das Spiel auch langweilig wahrscheinlich. Dieses Teil wird es irgendwo geben. Aber gehen wir wieder zum Hub und wir gehen vom Hub aus nach links, weil da haben wir jetzt strenge Freigeacht. Also da ist ja schon nicht verkehrt eigentlich, aber vielleicht geht es ja noch besser. Sehr komische Bauwerke sind hierbei. Sowas braucht man, glaube ich, schon, ne? Oder? Da ist auch eine Windmühle. Eine halbe also. Vielleicht bauen wir uns die halben Windmühlen da mal hin. Ja, hier sind sie jetzt nicht. Hier ist schon fast ein ganzer Stern. Hier ist eine Windmühle. Hier ist auch fast ein ganzer Stern. Wo ist hier eine Windmühle? Okay, das lassen wir. Das ist mir zu weit weg. Gehen wir weiter hier hin und machen da weiter, wo wir waren. Wir müssen irgendwas zurechtschneiden und das Schneiden ist jetzt hier nicht so. Hier wird Farbe gemischt. Hier wird übereinander gelappt. Hier wird gefärbt. Und da sind Vierecke. Hier wird Farbe. Übereinander, ne, Viertel werden da gemacht. Das heißt, hier muss es Schneiden geben. Hier wird geschnitten. Oh. Könnte man effektiver bauen, glaube ich. Lass uns mal hier oben gucken, ob es da effektiver ist. Hier wird gefärbt. Hier wird gestapelt. Da wird gefärbt. Da wird gefärbt. Aber hier muss doch irgendwo auch geschnitten. Ne, die sind ja schon fertig. Ne, ist tatsächlich schon das richtige Teil wahrscheinlich, ne? Da wird gefärbt. Ne, das ist es auch nicht. Das hier alles Kraut und Rüben, da brauchen wir gar nicht gucken. Da wird gestapelt. Wenn da gestapelt wird, wird hier vorher geschnitten. Aber das Schneiden. Ach, hier ist es effektiv geschnitten, oder?
Das bedeutet, wir kopieren das mal gerade. So. Steuerung C, kosten 600, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir müssen mal gerade gucken, wo müssen wir hin? Wo kommen wir vom Hub da, ne? Ne, der Hub ist woanders. Der Hub ist da. Hier, da müssen wir hin. Okay, das ist jetzt dann so am effektivsten gebaut wahrscheinlich. So, jetzt werden die geschnitten, kommen da raus. Und gleichzeitig schon gedreht. Passend, ne? Das bedeutet, jetzt muss danach noch die andere Maschine daher, die das zusammenbastelt. Okay. Die Maschine, ja, muss woanders gebaut werden. Wo wir zusammengeklebt war, auch da unten, ne? Das war, glaube ich, die Maschine, die das, ja, schneidet. Dass diese Maschine wird zusammengebaut. Das heißt, wir müssen das kopieren. Steuerung kopieren. 1000. Und wir haben 27.000 davon, sollte also funktionieren. Hier war das irgendwo, oder? Da ist es. Dann drehen wir die ganze Maschine mal so rum. Ja, verliere ich auch nichts an irgendwelchen bautechnischen Dingen. Zwei Wege dahin, dann passt das schon. Und der dahin. Und der kommt dahin, oder? Jetzt müsste am Ende da hinten ein ganzes Teil rauskommen. Ja, da kommt eine ganze Windmühle raus. Jetzt will ich hoffen, dass meine Windmühle auch so richtig ist. Sieht so aus. Okay, da haben wir die Windmühle fertig. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir die farblich dann passend hinkriegen. Wir brauchten jetzt diesen lilanen Farbton und den müssen wir dann noch basteln. Machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.